Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute geht es mal wieder um die neuesten Minecraft-Update-News. Ich habe hier so eine kleine Serie, wo ich die interessantesten News vorstelle zu den Update von, zu dem großen Update von, der Minecraft PlayStation 3 und PlayStation 4 Version. Und ja, heute habe ich für euch zuerst mal zwei neue Screenshots, die auf Twitter gepostet wurden. Nicht von 4J Studios, also eins davon nicht, aber auch eins von Robert Bart, heißt der Kollege. Ich werde das Bild einfach mal einblenden. Dort sieht man auf jeden Fall ein Gehege oder einen Zaun einfach, wo sich zwei Pferde drin befinden. Ein Pferd und ein Esel. Und dort hinten sieht man noch das ganze Leuchtfeuer. Also ist das nochmal eine Bestätigung, dass die Pferde und die Esel und das Leuchtfeuer auf jeden Fall in dem Update vorhanden sein wird. Und ja, dann gehen wir auch direkt mal zu den nächsten Screenshots. Und das wurde von 4J Studios persönlich gepostet. Ein Bild von der dieser Messe, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich glaube, das war PlayStation Experience. Ich weiß nicht, was das ist, auf jeden Fall treffen sich da die ganzen Spielhersteller und testen die ganzen Updates, die neuesten Versionen etc. Da wurde ja auch Uncharted 4 zum Beispiel vorgestellt und alles. Und ja, da sieht man nochmal ein paar Pferde. Und ich weiß gar nicht, was diese Inventarliste da ist, ich kann es nicht erkennen. Auf jeden Fall, glaube ich, eine Leine und das andere erkenne ich jetzt gerade nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Und jetzt kommen wir zu den allerersten Gameplay von dem neuen Update. Aufgenommen von Robert Barth. Der Link zu seinem Video ist auf jeden Fall noch in der Beschreibung, also zu seinem Facebook-Video. Schaut auf jeden Fall mal bei dem vorbei und ihr könnt ihn ja auch mal auf Twitter folgen. Der Link zu den Twitter-Accounts von dem Kollegen ist auch in der Beschreibung. Und ja, ich drücke mal bei mir einfach mal auf Play und wir schauen uns mal an, was uns da so erwartet. Also man sieht auf jeden Fall erstmal zwei Bildschirme, zwei Kollegen, die da am Zocken sind. Ich glaube, eine hält sein Handy in der Hand. Der eine Kollege wird den Kameramann jetzt sagen, der soll mal den Bildschirm filmen. Ich muss es gerade ein bisschen kleiner machen, damit es schärfer wird. Das ist auf jeden Fall nicht HD. Also nicht wundern. Also man sieht auf jeden Fall das ganze Crafting-Menü. Ich glaube, der zockt mit dem Skyrim-Texturen-Paket, wenn ich mich jetzt nicht irre. Tut mir leid, wenn ich mich dafür tue. Auf jeden Fall geht er jetzt erstmal die komplette Inventarliste durch. Und ich sag schon mal vorab, alle Features sind jetzt schon vorhanden. Also das ist komplett das neue Update, was sie da zocken. Und ich schaue mir das gerade einfach mal an. Und wir schauen mal, was wir da so entdecken. Ja, wäre das Video jetzt nicht so klein, dann würde ich das Ganze auch erkennen. Er hat auf jeden Fall, glaube ich, gerade den Seelensand rausgepackt und wird jetzt mal den Wither bauen. Also werden wir den Wither-Boss jetzt mal in Action sehen auf der Konsole. Und jetzt packt er den Kopf, drei Köpfe drauf und da ist er. Der Wither-Boss. Freunde, ich freue mich so auf diesen Scheiß. Oh, ich kann es gar nicht aussprechen. Ich freue mich einfach auf dieses Monster, nenne ich das jetzt einfach mal. Und ich glaube, jeder von euch freut sich genauso sehr auf dieses Vieh. Und ich weiß gar nicht, was er da gerade wie. Ah ja, genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Es gibt auch mit dem Update Trap Chests, also ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Redstone-Truhen. Diese Truhen, die Redstone-Leitungen auslösen, also Redstone-Staub auslösen. Ich glaube, die heißen Redstone-Truhen, oder wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die werden auch wieder mit von der Partie sein. Und was macht der Kollege jetzt? Ich glaube, der zeigt die genau. Trap Chests, da sieht man es. Und man macht die Truhe auf, die löst eine Redstone-Leitung aus und löst den Kolben da aus. Da hat das Ganze nochmal demonstriert und im Hintergrund sieht man schön, wie der Wither die ganze Zeit am Rumballern ist. Und ja, das ist das Skyrim-Texturen-Paket, das sieht man auf jeden Fall. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich einfach freue. Oh my goodness, ich freue mich einfach so sehr. Und da sieht man, glaube ich, was macht denn der da jetzt gerade im Inventar? Ich glaube, der geht jetzt rüber zu den Spawn-Eiern. Boah, ich freue mich so sehr, Freunde. Genau, er geht zu den Spawn-Eiern. Ich glaube, da gibt es jetzt einen Esel, Pony, also kleines Pferd und großes Pferd. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall wird er jetzt auch das Feuerwerk auspacken und uns mal ein paar Raketen zeigen. Also dies hier ist das allererste exklusive Gameplay von dem also Titel Update 19. So heißt das Ganze, TUU 19. Also von dem neuen Update, da sieht man es schön. Boah, Raketen, geil. Und ich bin mir ziemlich sicher, habe ich ja schon in meinen älteren Part gesagt, in der älteren Folge von den Minecraft News, dass ich ziemlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, boah, ich bin so aufgeregt gerade, dass dieses Update noch vor Silvester rauskommen wird. Das muss einfach sein. Das würde für mich sonst keinen Sinn machen mit den ganzen Raketen, dass sie das jetzt so demonstrieren, dass sie Raketen haben. Und da sieht man es, ein kleines Pferd, ein großes Pferd. Die sehen jetzt nur, haben jetzt nur Hörner wegen dem Texturenpaket, keine Sorge. Und dort sieht man auch, ich glaube, ein Esel. Ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen. Auf jeden Fall spawnt er sehr viele Pferde.
Und der Wither-Boss ist die ganze Zeit am Rumballern, wie man sieht. Zieht euch den einfach mal rein, Freunde. Das wäre so eine geile Herausforderung. Und mich würde auch mal interessieren, ob dann wieder neue Trophäen dazu kommen. Töte den Wither-Boss oder so, etc. Keine Ahnung. Und er ist gerade die Pferde am Umschlachten. Umschlachten, auch noch am Umbringen. Und was packt er da gerade raus? Ist das ein Sattel, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Das Video ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Mehr wurde leider nicht gepostet. Also dieses exklusive Gameplay ist nur vorhanden. Aber eure Meinung würde mich jetzt mal sehr interessieren, was ihr von diesem Gameplay haltet, von diesen zwei Screenshots. Und ja, zu dem Release-Date kann man leider immer noch nichts Genaues sagen. Wir müssen da einfach geduldig sein, Freunde. Zusammen schaffen wir das schon. Und ich glaube, ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden, also beziehungsweise wir. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auf jeden Fall noch diesen Monat rauskommt. Und wie gesagt, vor Silvester 100%ig, da könnt ihr mir echt vertrauen. Ich schätze mal so um den 20. herum, habe ich auch schon in der dritten Folge von Minecraft News gesagt, um den 20. herum denke ich mal, dass wir uns darauf einstellen können. Ich glaube sogar noch früher. Ich meine, jetzt waren sie auf einer Messe, wo die das Update ausprobiert haben. Sie schreiben überall Facebook, Twitter, dass das Update fertig ist und fertig getestet wurde. Und in Amerika würde es jetzt, glaube ich, zuerst rauskommen. Die nächste Woche vielleicht und in zwei Wochen dann vielleicht in Deutschland, also Europa. Mal schauen, Freunde. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, also mein Video, jetzt nicht nur das Gameplay, sondern mein Video, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben, Diskussionsstoff, alles könnt ihr in die Kommentare schreiben, Fragen auch in die Kommentare. Und wie gesagt, schaut mal auf seinen Twitter-Account vorbei und auf seinen Facebook-Account, also der Link zu dem Video, zu diesem Gameplay, ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung, einfach mal vorbeischauen. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Minecraft News, Freunde. Tschüss!